Hallo ihr Lieben und willkommen bei einem neuen Video von mir. Wie ihr am Titel schon gesehen habt, habe ich wieder einen Haul für euch. Ich hatte es schon erwähnt im letzten, dass ich noch ein Paket von Stampin' Up! Bekomme. Meine erste Bestellung, die ich offiziell getätigt habe. Denn das, ja, die erste, also das erste Video war ein Starterpaket und jetzt habe ich offiziell bestellt. Ja, Preise kann ich euch auch sagen. Yay! Ja, es wird. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal los, was ich so Schönes bestellt habe. Ja, ich habe Cardstock bestellt und zwar Brides A4 Cardstock. Also das ist die Reihe Brides. Da sind 20 Sheets total drinne, also 20 Blätter und jeweils zweimal dieselbe Farbe. Ich würde sagen, wir gucken mal rein, was in Brides vertreten ist. Ja, ich gucke gerade. 10,25 € hat das gekostet. Das ist im Übrigen ein sehr, sehr starker Cardstock. Also der ist überhaupt nicht wabbelig oder so, sondern da steht leider nicht die Stärke drauf, aber wie ihr seht, also oder seht ihr das? Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall sehr feste. So, dann haben wir einmal dieses Gelb. Also was heißt einmal, zweimal, ne? Dann haben wir dieses. Dann haben wir ein schönes Hellblau. Sieht auch toll aus. Dann haben wir ein Hellgrün. Oh, sehr schön für Halloween zum Beispiel geeignet. Ein richtig kräftiges Orange. Das sieht auch ganz toll aus. Ich hoffe, ihr seht das richtig. Dann haben wir ein Lila. Sehr, sehr schön. Ich dachte, ich bestelle erstmal so ein Gemischte, bevor ich da insgesamt Cardstocks bestelle. Obwohl einen habe ich komplett bestellt. Den werde ich euch noch zeigen. Und dann haben wir dieses Rot. Ich hoffe, ihr erkennt das als Rot. Bei mir in der Kamera sieht das irgendwie nicht so aus. Das ist ganz komisch. Ja, das sind die Signalfarben. Das ist praktisch passend zu dem Stempelkissen-Set, was ich euch gezeigt habe in meinem Starter-Set, was ich drin hatte. Ne? Könnte man irgendwie so vergleichen, würde ich sagen. Oder? Ja, ich denke schon. Ja, 10,25 €. Dann habe ich mir diese Farbe ein ganzes Paket von gekauft. Sommerbeere. Ich finde diese Farbe so mega schön, dass ich gedacht habe, das muss ich häufiger haben. Das ist im Übrigen auch sogar 24 Blatt. Auch für 10,25 € genau derselbe Preis. Aber wunderschön die Farbe, finde ich. Ja, ganz, ganz toll. So, das war's vom Cardstock. Wie gesagt, da ich Sommerbeere richtig toll finde, habe ich mir das das Stempelkissen Sommerbeere auch gekauft. Das war in meinem Starter-Set von den Stempelkissen nicht dabei, deswegen musste ich das haben. 9 € hat es gekostet. Ja, sehr cool. So, dann hat, oh, wisst ihr, was ich vergessen habe? Stampin' Up! Hat 30-jähriges Jubiläum. Und da gab es was umsonst. Und zwar dieses hier. Ja. Eine Anstecknadel ist das. 30 Jahre. Ja. Konnte man anklicken, ob man das dazu haben möchte. Ich habe das mal dazu genommen. Finde ich eine sehr liebe und sehr süße Idee. Von Stampin' Up. So, ich würde sagen, wir nehmen jetzt die Designpapiere. Und zwar hat jetzt im Juli Stampin' Up! Ein Set und zwar kaufe 4, zahle 3. Ja, oder kaufe 3, 1 gratis. So kann man es natürlich auch sehen. Pro Pack Designpapier kostet ein Set 13,25 € und da hat man dann eins ja umsonst bekommen. So, als erstes haben wir ein 6x6 Inch Papierset Tropical Escape. Das dauert natürlich jetzt lang, die durchzugehen. Wollen wir das machen? Ach ja, warum nicht? Kann man ja auf die Schnelle machen, obwohl es wahrscheinlich ziemlich viele Videos dazu geben wird, schätze ich einfach mal. Sie sind auch beidseitig bedruckt. Ist ein bisschen dünneres Papier, also jetzt nicht zu vergleichen wie mit dem Cardstock, aber ist ja auch Designpapier. Und wie ihr seht, das ist wunderschön.
Ist halt tropisch angehaucht. Und ja, okay, das kann ich euch jetzt nicht alles zeigen, ne? Ja. Und dann häufiger vorhanden, wie man sieht. Da wiederholt es sich immer wieder. Aber ihr habt mal so zumindest einen Eindruck bekommen von dem Tropical Escape, glaube ich, hieß es. Wunder, wunderschönes Papier. Das war das erste Designpapier, was ich mir ausgesucht habe. Als zweites gab es ein 12x12-Inch Paperpad und zwar Traum vom Meer. Da steht's. Traum vom Meer. Viele sind denn da drinne? 12x12-Inch, Menge 12. Wie kriege ich das jetzt am dümmsten auf? Traum vom Meer. Ja, Traum vom Meer. Träumen vom Meer tue ich auch. Da wäre ich jetzt gerne am Meer. Aber leider bin ich das nicht. Ich bin arbeiten. Ja. Oh. Das ist beidseitig bedruckt. Mal einmal, beziehungsweise einmal, zweimal dieses. Oh, dann haben wir das. Kann man als Hintergrund auch schön nehmen. Oder halt so ein bläuliches. Dann haben wir dieses und das. Sind so Hintergrundpapiere. Genau deswegen hatte ich das auch genommen. Alles zweimal. Warum drehe ich das eigentlich wieder um, wenn ich das dahin nehme? Oh, das fetzt auch, würde ich sagen. Oh, das ist auch schön. Ja. Könnte man rein theoretisch auch selber machen. Und ich habe es schon wieder gedreht im Moment. So, das war's gewesen. Das war das Set Traum vom Meer. Dann haben wir einmal Designerpapier Poesie der Natur. Ja, das ist auch wunderschön. So, ich muss mal kurz reinschneiden, damit wir das aufbekommen. Ja, deswegen habe ich diesen Monat auch direkt nochmal bestellt, da ich dieses Angebot wahrnehmen wollte, wo man eins eben umsonst bekommt. Deswegen musste ich nochmal bestellen. So, da haben wir als erstes dieses wunderschöne Papier. Und das. Ich drehe es schon wieder um, habt ihr gesehen, ne? Oh, dann dieses hier. Auch sehr schön mit den Blättern. Und lila. Jetzt lasse ich es umgedreht. Ich habe es geschafft. Yay. Und so. Dann das. Und das. Hätte ich das vielleicht gesondert im Video machen sollen? Naja. Jetzt ist es zu spät. Jetzt haben wir angefangen. Das ist auch schön. Super schön. Und jetzt machen wir auch weiter, ne? Das ist immer eine Seite mit Blättern oder Muster und die andere Seite davon ein bisschen ja, neutraler gehalten. So, das war das Set. Poesie der Natur. Auch wunderschön. Wie ich finde, zumindest. Ist ja Geschmackssache. Und als letztes Set habe ich mich entschieden für Sternenhimmel. Ja. Die erste Seite ist schon schön, oder was sagt ihr mit den Sternen? Ja, ist auch passend zum Sternenhimmel. So, dann schmeißen wir mal auf den Boden. Haben wir einmal dieses Papier. Oh, das ist auch toll. Seht ihr das? Wunderschön. Oh, das ist auch toll. Ihr seht das, ne? Das ist ein super schönes Papier. Ja. Ach, warum drehe ich das um? So, da haben wir das. Dann dieses. Ah, das ist auch schön. In Blau gehalten. Ganz tolle Farben. Oh, kleine Sternchen. Ja, das war's. So, das war das Set Sternenhimmel. Und das war's mit Papier. So, ich hoffe, ich bin einigermaßen schnell durchgegangen und habe euch nicht gelangweilt. Dann habe ich mir Brushos mitbestellt. Und zwar diese hier. 36 Euro haben sie gekostet. Brusho Crystal Color. Da kann man ganz tolle Effekte erzielen mit Wasser und diesen schönen Flächen. Ja. Da werden wir bestimmt mal eine Karte mitmachen. Da sind auf jeden Fall diese Farben mit dabei. Das spreche ich nicht aus. Kann ich nie aussprechen hier. Ist auf jeden Fall ein Rot, ein Blau, ein Grün, ein Gelb und ein
Orange, so orangeartig, irgendwie so. Ja. Sind 5 Fläschchen, wie gesagt, 36 Euro. Finde ich cool. Bin ich gespannt, das auszutesten mit Wasser. Sieht bestimmt schön aus. So, das einzige Stempelset, was ich mir hier mitbestellt habe und passend zu meinem Designpapier, ist es auch auf Deutsch, Sternstunden. Das gab es auch auf Englisch. Aber ja, ich habe das auf Deutsch genommen. Hallo, kleiner Stern, könnte man rein theoretisch auch Babykarten mitmachen. Mit dir ist jede Stunde eine Sternstunde, ist auch sehr süß. Greif immer nach den Sternen, möge eure Liebe unter einem guten Stern stehen, ist auch sehr süß. Glückwunsch, nun werden eure Nächte kürzer, doch eure Tage heller, ist auch zur Geburt, ist auch sehr, sehr süß. Das sind Rubber Stamps, da kann man wieder hier aufkleben, was das für Stempel sind und dann hier dran machen. Ja, Rubber Stamps. Das habe ich auserwählt, das hat hier gekostet 23 Euro. Ja. So, jetzt kommen die letzten zwei. Das sind Handstanzen, die ich mir auserwählt habe. Und zwar einmal diese hier. Die nennt sich Star. Na, wo ist in Deutsch? Stanze Sonne. Sowas habe ich noch nicht. Fand ich sehr cool. Sieht man das? Ja, das ist meine Schwipschwapp. Das ist eine Sonnenstanze. Die fand ich sehr schön. Und was ich herausgefunden habe bei Stampin' Up, das finde ich cool hier. Platz sparen, da aufbewahren und dann kann man das wieder runterdrücken. Ja, die Form finde ich ziemlich cool. Da war ich. Da sieht man alles. Ja, oh, da sieht man die Lampe. Das ist nicht gut. So, die Stanze hat gekostet 22 Euro. Ja, das war die Handstanze. Jetzt kommt das letzte, glaube ich. Ja, das letzte ist auch wieder eine Handstanze. Da war schon der Lagerbestand auf niedrig und das ist so ein Zieretikett. Also kann man, ja, wie man sieht, darauf stempeln und das ist so ein Zieretikett. Seht ihr das? Ich glaube schon. Ja, so sieht er es ganz gut, glaube ich. Die fand ich auch sehr, sehr cool. Wie gesagt, ist der Lagerbestand schon niedrig gewesen, als ich bestellt habe. Gekostet hat sie auch 22 Euro. Ist auch eine sehr große Stanze. Ihr seht das ja schon. Ne? Das sind sehr große Klopper. Aber kann man gut aufbewahren, dadurch, dass sie sich halt ja, darunter machen lassen. Ja, ihr Lieben, das war's gewesen. Das war meine erste richtige Stamping-Up-Bestellung. Und falls ihr Fragen habt oder irgendwas, schreibt mir in die Kommentare oder schreibt mir eine E-Mail. Wie ihr möchtet. Oder auf Instagram. Oder. Gut, ihr Lieben, das war's gewesen. Ich danke euch fürs Zusehen und macht's gut. Ciao.